Was geht hier eigentlich ab? Der LASK steht im Achtelfinale der UEFA Europa League. Bei mir der Cheftrainer Valerina Ismail. Trainer, wie fällt dein Kommentar zum heutigen Spiel aus? Ja, großes Kompliment an die Mannschaft. Das war eine große Fight heute. Hat man die ersten 20 Minuten ein bisschen Nervosität gespürt. Ja? Hat man schon gespürt, dass was auf dem Spiel steht und dass wir das unbedingt wollten. Ich glaube, dass das Tor nach 1-0 hat uns gut getan. Und danach haben wir richtig gut gemacht in der zweiten Halbzeit. Die ersten 20 Minuten waren wir wieder griffig. Intensität wieder bei Einlaufen, viele Fehler provoziert bei der Gegner, lange Bälle, viele Zweikampf gewonnen, das 2-0 gemacht. Und dann eigentlich hatten wir alles unter Kontrolle, im Griff. Und dann, wie immer im Fußball ist, es kann alles schnell gehen auf internationale Bühne mit 10 Mann. Die Mannschaft hat das überragend gekämpft, über die Bühne gebracht. Somit haben wir wieder Geschichte geschrieben. Und ich glaube, heute für den Verein, für die Mitarbeiter, für unsere Fans, für die Stadt Linz, für die Region Oberösterreich, für Österreich, für die UEFA 5-Jahr-Wertung. Wichtige Sieg heute. Also ich glaube, wir haben alle eine Freude gemacht heute. Und deswegen, wir wollen diesen Abend genießen. Wir wissen, dass wir den nächsten Block vor der Brust bekommen im März. Aber gut, wir freuen uns einfach. Wir nehmen die Spiele, wie die kommen. Aber unglaubliches Ereignis wieder heute für mich auch persönlich. Also freue mich, danke an die Jungs für diesen Moment. Und dann wir können morgen entspannt schauen, gegen wen wir spielen werden. Dankeschön. Bitte, wie beantragt um die Übersetzung? Ja, wir sind natürlich sehr blij met deze overwinning. De eerste 20 minuten waren we redelijk zenuwachtig. De 1-0 heeft ons daar heel goed in gedaan. Daarna hebben we fouten geprovoceerd bij de tegenstander. Na de 1-0 hebben we dan de wedstrijd gecontroleerd. Heel belangrijk voor de stad, voor het land en voor de omgeving hier. En uiteraard zijn we heel blij voor het team, voor alle medewerkers. En bedankt aan iedereen. Ja, danke. Nun zu euren Fragen. Wer möchte beginnen? Mikrofon liegt in der ersten Reihe. Beziehungsweise hier am Tisch. Einmal durch den Raum werfen. Herbert Buhmann, Upper Ligaportal. Ja, Gratulation. Das Fußballmärchen geht weiter, die Reise geht weiter. Eins ja Wermutstropfen heute Abend, dass jetzt zwei gestandene Abwehrspieler dann im Achtelfinale gesperrt sind mit Filipovic und mit Wiesinger. Vielleicht dazu ein Kommentar von dir. Also es gibt Schlimmeres als solche Probleme zu haben, deswegen ich nehme die Probleme an. Das wird eine Herausforderung, eine neue Challenge, aber wir nehmen das an und wir werden eine gute Lösung finden. Bis dahin sind noch viele Spiele und dann werden wir sehen, was wir aus der Hute zaubern können. Aber wir wissen, dass alle Spieler bereit sind. Wir werden jede brauchen und das ist wieder die Bestätigung. Deswegen, da mache ich mich keine Gedanken. Wir werden das auch kompensieren, wie wir bis jetzt immer gemacht haben. Ja. Er zijn grotere problemen als twee geschorste spelers. We hebben een groot en sterk kader. Iedereen is er klaar voor en we gaan ook iedereen nodig hebben. We hebben nog een aantal wedstrijden voordat het zover is. En daar zal iedereen er klaar voor zijn. Auch aus deiner früheren Heimat Deutschland einige Gegner dabei? Na gut, vielleicht ein Land, wo wir noch nicht waren und vielleicht noch nicht so weit, das wäre wurscht. Aber auf diesem Niveau, wenn man sieht, welche Mannschaft noch auf dem Tisch stehen, dann das wird natürlich auf jeden Fall eine Herausforderung und wir werden auf jeden Fall als Außenseiter in diese Achtelfinale reingehen. Aber wir wissen, dass wir das gut können. Es ist egal im Endeffekt, wer kommt. Wir werden das nehmen, wie es ist, aber wir freuen uns auch, dass wir wieder weitere zwei Highlights für die Saison bekommen werden. Ja, een grote favoriet voor de volgende tegenstander heb ik niet. Iedereen, er zijn alleen nog maar goede teams bij. We zijn sowieso de underdog en we zijn heel blij dat we nog twee geweldige wedstrijden voor de boeg hebben. De collega in de eerste rij, naam en medium dazu sagen, bitte. Johannes Bauer, Lowlines. Marco Ragusz jetzt mit allen drei Toren gegen Alkmaar. Warum blüht er ausgerechnet bei den europäischen Aufgaben so auf? Nicht nur, ich glaube, das ist, weil Marco einfach ein talentierter Stürmer, der dieses Jahr seinen Durchbruch erlebt hat und hat sich jetzt auch mittlerweile extrem fokussiert auf seine Leistung. Er lässt sich nicht mehr so beeinflussen,
wenn er eine Ballannahme oder eine Torchance nicht macht. Er hat sich früher viel Gedanken gemacht und jetzt konzentriert sich auf die nächste Szene und das hat er hervorragend gemacht. Aber im Endeffekt, das freut mich für Marco. Aber von anderer Seite ist auch die Leistung der Mannschaft, die Mentalität der Mannschaft. Wenn ich an Gernot Trauner denke, er hat sich beim Aufwärmen am Rücken verletzt und eigentlich gehumpelt in der Kabine. Und hat sich trotzdem die Zähne zusammengebissen und über 90 Minuten wieder eine überragende Leistung sich gar nicht angemerkt lassen. Also ich freue mich für Marco, aber ich möchte nicht Einzelspieler rausnehmen, weil es ist eine mannschaftliche Leistung. Wir leben von unserer Geschlossenheit und jeder gibt alles für die Mannschaft. Mal durch die Tor, mal durch den Ansatz am Limit zu gehen. Und ich glaube, das ist ein großes Kompliment an die Jungs. Ja, nicht allein... Marco Ragutz is een zeer goede speler. Hij is nu iets meer gefocust op zijn eigen sterktes en laat zich niet meer zo sterk beïnvloeden door andere dingen. Ik ben natuurlijk heel blij voor hem dat het goed loopt. Maar het hele team heeft het vandaag geweldig gedaan. Ook de aanvoerder Trauner met rugproblemen nog voor de wedstrijd heeft doorgebeten. Dus compliment aan het hele team. Günther Mayhofer, Oberösterreichische Nachrichten. War der Marco als Elfmeterschütze vorgesehen? Eigentlich nicht, er war nicht als Erster, aber anscheinend hat er sich besser gefühlt und die Entscheidung getroffen. Und das freut mich auch, dass die Jungs selbst Entscheidung treffen und auch, dass es keinen Streit gehabt auf dem Platz. Und so musste es sein eigentlich. Derjenige, der sich gut fühlt und Verantwortung übernehmen möchte, dann ist es richtig. Und der Jüngere hat so entschieden und richtig entschieden. War der Golgi die Nummer 1? Nee, ich glaube, das war nicht der Gogi. Verrätst du uns, wer die Nummer 1 war? Nee, muss ich nicht. Na, musst du nicht. Nee, Gogi war nicht Nummer 1. Ja, Marco Ragutz was eigenlijk niet als eerste penaltynemer voorgezien. Dat hebben ze onder de wedstrijd met elkaar afgesproken. Daar zijn we heel blij over dat die jongens dat onder elkaar zo af kunnen spreken. En dat is goed zo. Der Kollege in der zweiten Reihe, Name und Medium bitte dazu sagen. Alexander Huber, Kurier. Herr Ismail, jetzt mittlerweile wirkt so in der Liga, dass einige Vereine gar nicht mehr versuchen rauszuspielen und den Ball einfach nur hoch wegschießen. Alkmaar hat es probiert mit teilweise sehr schön anzusehenden Staffetten, hat immer den Dormann mitgenommen. Was ist eigentlich Ihnen als Trainer lieber, dass ein Gegner so versucht wie heute, auch teilweise mit Risiko? Oder ist es dann im Endeffekt für den LASK doch einfacher, wenn der Gegner einfach nur destruktiv die Bälle wegschießt? Grundsätzlich, der Gegner darf alles. Wenn der Gegner vor die 16er mit 11 Mann stehen will, dann er darf das. Wenn der Gegner nur lange Bälle schlagen will, er darf das. Wenn der Gegner aggressive spielt, er darf das. Wir müssen die Lösung finden. Wir müssen immer die Lösung haben für die Jungs, wie wir anlaufen, wenn der Gegner Fußball spielen will. Und was müssen wir tun, wenn die lange Bälle kommen? Es gibt immer eine Lösung und da versuchen wir mit den Jungs herauszuarbeiten. Wir haben viele Lösungen auch herausgearbeitet durch unsere Herbstserien. Und ich glaube, dass mittlerweile hat man auch schon gesehen, dass wir viele auch Bälle abgefangen haben, weil wir da auch konsequent und konzentriert sind. Aber grundsätzlich habe ich auch die Jungs gesagt, wir müssen und wir werden auch nie uns beschweren, was der Gegner macht. Der Gegner nochmal darf alles und es liegt an uns, die richtige Antwort auf den Platz zu zeigen. Ja, der Gegenstander macht natürlich alles. Das ist an uns, um eine Lösung dafür zu suchen. Das haben wir ondertussen sehr gut unter Kontrolle. Haben wir ondertussen auch mehr Erfahrung mit seit dem Herbst. Und das läuft alles uitermate gut. Gibt es eine Abschlussfrage? Ja. Bernhard Kastler, OFHT. Jetzt hat man im Februar die Tabellenführung übernommen. Ist ins Cup-Halbfinale eingezogen und hat auch das Achtelfinale der Europa League erreicht. Dieses Momentum, was man sich jetzt in diesem Februar erschaffen hat, was bedeutet das für die restlichen Monate? Es sind drei noch zu spielen. Was kann das jetzt wirklich bewegen in dieser Mannschaft noch? Erstmal, es wird eine extrem intensive März, die wir vor der Brust haben. Wir starten März mit Adberg am Sonntag zu Hause. Das wird schon schwierig.
Ich glaube, wir müssen nicht so weit denken. Wir müssen wirklich Spiel zu Spiel denken, welche Spieler zur Verfügung stehen, was wir für Gegner treffen, was für die Herausforderungen, welche Taktik der Gegner an den Tag legen wird. Und das ist meine Aufgabe, meine Trainerin, die Mannschaft so gut wie möglich vorzubereiten. Und jetzt ist für der Fokus auf Hartberg und dann natürlich geht Schlag auf Schlag. Aber erstmal, wir sind immer gut damit gefahren, dass wir uns nur konzentrieren auf eine Aufgabe. Heute ist was Besonderes, dass wir den Abend genießen können und morgen zusammen der Auslösung schauen können. Aber am Samstag ist es ganz klar der Fokus auf Hartberg. Und die Intensität des Spiels wird immer höher. Natürlich die Spannung in die Spiel wird immer höher mit dem Meister-Playoff, der startet. Und das ist gut so, weil zumindest bis Saisonende werden wir unter Spannung sein. Aber wir können noch viele gute Geschichten schreiben, dass das Schönste ist noch vor uns. Und das ist, was uns antreibt, habe ich schon in der PK gesagt vor dem Spiel. Wir sind hungrig nach Sternen, nach Geschichte schreiben. Und wir wollen immer die Grenzen nach oben schrauben. Und heute ist es uns gelungen. Und das wird unsere Aufgabe und Herausforderung in der nächsten Woche, immer wieder die Messlatte nach oben zu schrauben. Ja, het wordt een zeer intensieve maand, maar we moeten niet te ver vooruit denken. Van wedstrijd tot wedstrijd kijken, personeel dan wedstrijd voor wedstrijd kijken, wat het beste op de tegenstander past, wie is er fit, wie niet. Dat is de job van ons team. De mooiste weken en maanden komen nog, met hopelijk mooie wedstrijden. We zijn hongerig naar meer. Dank je voor je opmerkzaamheid.